RC 3 2. All right. Okay. Hello creatures. Liebe Wesen, ich hätte niemals gedacht, dass ich einen Vortrag einführen würde zum Thema Radioaktivität. Allerdings, angesichts des Zustands der Welt der Zeit, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man sich auf solche Sachen vorbereitet. Zum Glück ist Oliver Keller ein Experte zur Erkennung von Radioaktivität. Er ist Physiker und arbeitet an einem der nördlichsten Orte überhaupt, im CERN in der Schweiz. Er promoviert auch über natürliche Radioaktivität an der Universität Genf. To add even more RC3 pizzazz. Er ist auch aktiv in der Open Science Community und hat eine Leidenschaft für alles, was mit Open Source zu tun hat. So, without further ado, let's give a warm virtual welcome to Oliver. Länger zu warten, übergebe ich jetzt an Oliver und mal schauen, was er uns zu erzählen hat zum Messen von Radioaktivität mit günstigen Sensoren. Thanks. Vielen Dank für die nette Einleitung. Ich bin sehr froh, dass ich hier einen Vortrag halten darf. Ich bin seit einigen Jahren schon Mitglied und das ist mein erster Vortrag beim Kongress. Ihr könnt mir auf Twitter folgen oder auch auf Mastodon und meine meisten Sachen sind auf GitHub zu finden. Okay, so what will we talk gut, about? Gut, worum geht es heute bei dem Vortrag? Ich gebe euch eine kurze Übersicht zum Thema Radioaktivität. Das ist ein Thema mit vielen verschiedenen Aspekten und Details. Dann sehen wir uns den Detektor im Detail an und auch die Physik, die dahinter steht und die Elektronik. Und zum Abschluss schauen wir uns verschiedene Sachen an, die man damit messen kann und was sind unterschiedliche Objekte, die sich damit messen lassen. Und zum Schluss noch, was hat das mit Siliziumdetektoren zu tun, die wir bei CERN verwenden? Das GitHub-Projekt ist Open Hardware. Es gibt einen GitHub-Link hier, eine Wiki mit weiteren Links zur Fehlersuche und zum Selberbauen. Es gibt ein Webbrowser-Tool, das ich später demonstrieren werde. Und es gibt verschiedene Scripts, mit denen man die Messdaten aufzeichnen kann und schöne Plots damit erstellen kann. Das Ganze ist in Python geschrieben. Der Detektor hat zwei Varianten. Einer ist der Elektronendetektor, das andere ist das Alpha-Spektrometer. Die verwenden beide den gleichen Schaltkreis. Das erste verwendet vier Fotodioden, das zweite eine Fotodiode. Im Allgemeinen sind sie recht ähnlich, allerdings kann man den Elektronendetektor sehr viel leichter bauen und er eignet sich für den Anfang. Es gibt komplette Teillisten. Das komplette Kit kann auf kitspace.org gekauft werden, einer Community für Open Hardware, die ich euch sehr ans Herz legen kann. Jeder kann sich dort registrieren und kann sich mit seinem eigenen GitHub-Projekt dort anmelden. Das ist der Teilchendetektor in einer Blechkaste. Man kann zum Beispiel die berühmten Altoids Blechschachteln verwenden oder andere Blechkisten. Die Platine ist relativ klein, so groß wie eine 9-Volt-Blockbatterie. Dann braucht man verschiedene Widerstände, Siliziumdioden und Kondensatoren. Außerdem diesen Chip hier, das ist ein Verstärker. Das ist alles relativ einfache alte Komponenten. Das ist Absicht so. Man kann das Ganze also sehr einfach auch als Anfänger zusammenbasteln. Und da hat auf Twitter sogar ein Benutzer schon sein eigenes Bauwerk gepostet. Zum Thema natürliche Radioaktivität. Also viele Leute haben da falsche Vorstellungen davon. Wir sind jetzt also hier mal dieses Strichmännchen. Unterhalb von uns haben wir Uranium, Thorium und Potassium. Das ist relativ speziell. Dadurch werden wir alle so ein bisschen radioaktiv.
every human has about 4,000 to 5,000 radioactive. Jeder Mensch hat eine Reihe von natürlichen Zerfall. Comes with a radioactive isotope, und which is just everywhere. It's von dem Kalium gibt es ein natürliches Isotop. Das ist einfach wichtig für unsere Körperphysiologie und Chemie. Manche dieser Zerfalle, dabei entsteht sogar Antimaterie, was ziemlich cool ist. Wie messen wir also hier am Boden, wenn da Gammastrahlen oder Beta-Strahlen sind aus diesen natürlichen Zerfallsprozessen? Uranium appearing in the decay chain, which is called radon. And radon dabei is actually a gas. Entsteht auch so ein Gas namens Radon aus dem Uraniumzerfall, und das kann sich durch den Erdboden nach oben fortbewegen. Like a vehicle for radioactivity from the ground. Also auf die Art und Weise wird die Radioaktivität vom Erdboden anderswohin übertragen. Das Radon zerfällt dann mit Alpha-Teilchen, wobei Elektronen entstehen im Beta-Zerfall und außerdem Gammastrahlung weiter unten in der Zerfallskette. So just to recapitulate, um es nochmal zu wiederholen, also der Alpha-Zerfall besteht aus Alpha-Teilchen, Helium-Kernen, also zwei Protonen und Neutronen, die Elektronen fehlen. Beim Beta-Zerfall wird ein Neutron in ein Proton und ein Elektron umgewandelt, und dabei wird auch ein Elektron-Antineutrino erzeugt, was allerdings sehr schwer zu messen ist. Also dabei messen wir vor allem die Elektronen aus dem Beta-Zerfall. That's why you see all these diese ganzen E-Minus, das sind die Elektronen aus dem Beta-Zerfall. So, dann gehen wir hier zu diesem Krankenhaus auf der linken Seite. Dort würden wir wahrscheinlich einige Röntgenstrahlen feststellen oder sogar Gammastrahlungen, Alpha-Partikel, die bei der Behandlung verwendet werden und bei modernerem Equipment auch Protonen schon. Now, hier auf der rechten Seite, in der Nähe dieses Kernkraftwerks, da würden wir wahrscheinlich nichts messen, es sei denn, es gibt ein Problem, dann würden wir wahrscheinlich Gammastrahlung messen, aber nur, wenn ein Problem besteht. Okay, and then actually, und es gibt noch mehr, das ist jetzt nur die terrestrische Strahlung. But we also wir haben allerdings auch Strahlung, die von oben kommt, die uns die ganze Zeit durchdringt, so gegen die wir nichts tun können. Also da gibt es Protonen im Universum, der größte Teilchenbeschleuniger, den man so kennt. Wenn die Protonen unsere Atmosphäre erreichen, dann werden sie in weniger energetische Teilchen umgewandelt, zerfallen. Dabei entstehen viele Pionen und Neutronen, aber Neutronen sind schwer zu messen, deswegen werde ich sie in diesem Vortrag ignorieren. Die Pionen zerfallen in Gammastrahlung und lösen dann eine ganze Kaskade von Elektronen und Positronen aus, und vieles davon geht durch die Atmosphäre bis zum Boden. Der bekanntere Teil sind Myonen, der Myonenzerfall, which is kind eine of a Art heavy electron. Schweres Elektron and also und auch Neutrinos, but Neutrinos are aber Neutrinos sind wieder sehr schwer zu messen, deswegen werde ich sie für den Großteil dieser Vortrags ebenfalls ignorieren. Right side, hier auf der rechten Seite, da sieht man ein Flugzeug, das auf der Höhe von 10 Kilometern fliegt, und da wird viel dieser Strahlung produziert. Deswegen, wenn man mit dem Flugzeug fliegt, bekommt man sehr viel mehr Strahlung ab als unten auf dem Erdboden. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wo genau man sich befindet, weil die Elemente im Erdboden natürlich unterschiedlich konzentriert sind, was von der Geologie abhängt. Okay, so, ich habe jetzt relativ viel über Strahlung gesprochen, und ich habe gesagt, dass ich Silizium verwenden will, um das zu erkennen, um es zu messen. Also von was für Strahlung reden wir hier? Also gehen wir mal einen Schritt zurück und denken darüber nach, was wir vielleicht aus der Schule kennen. Wir haben diesen Regenbogen für das sichtbare Licht.
Das ist, von der Wellenlänge her sind das 800 bis 400 Nanometer. Von dem Infrarot und Rot über Grün und Blau bis zum Violett. Und niedriger bei den eher größere Wellenlängen, Millimeter, Meter oder Kilometer Wellenlänge, das wären Funkwellen für digitale Kommunikationssysteme, Wi-Fi, Mobilgeräte und so weiter. Aber ich will eher auf der rechten Seite gucken, denn das ist das, was wir mit diesen Detektoren messen. Das sind kürzere Wellenlängen, das heißt höhere Energie. Auf der rechten Seite haben wir zum Beispiel ultraviolette Strahlung. Die ist so an der Grenze zu dem, was wir messen können. Und diese 800 bis 400 Nanometer sind 1,5 bis 3 Elektronenvolt. Und das ist eine Einheit, die Partikelphysiker gerne benutzen, denn es hier ist relativ zur Elektronenenergie. Das ein Elektronenvolt ist die Energie, die ein Elektron hat, wenn es von einem Volt beschleunigt wurde. Und das ist viel einfacher, wenn man mit Partikelphysik sich beschäftigt, ist das viel einfacher als Energieeinheit zu benutzen, weil es immer um Elektronen geht. Diese Formel ist nur noch eine Erinnerung, dass die Wellenlänge immer in eine Energie umgerechnet werden kann. Und das ist umgekehrt proportional. Das heißt, nach links wird die Wellenlänge größer und rechts wird die Energie größer. Und hier von dem sichtbaren Bereich haben wir hier einige tausend Elektronenvolt. Dann Millionen Elektronenvolt, also Millionen oder Giga, also Milliarden Elektronenvolt. Und es gibt eine wichtige Unterscheidung zwischen diesen beiden Bereichen. Und das ist, rechts ist ionisierende Strahlung und links ist nicht ionisierende Strahlung. Ultraviolett ist so in der Mitte davon, das heißt, einige Teile des ultravioletten Spektrums können ionisierend sein und es hängt auch sehr vom Material ab, mit der die Strahlung interagiert. Für diese Detektoren, wo ich heute drüber rede, das ist Alpha, Beta und Gamma, das ist alles ionisierende Strahlung. Die niedrigsten, ganz niedrig auf dem Spektrum sind Röntgenstrahlen, dann Elektronen, Gamma aus radioaktiven Radionukliden, wo ich vorhin drüber gesprochen habe, dann Alpha-Partikel, dann Myonen, die sind eher im Gigaelektronenvolt-Bereich und so weiter. Und für diese höheren Energien brauchen wir was wieder den Large Hadron Collider, um wirklich solche hohen Energien erzeugen zu können. Und dann kann man auch in den Tera-Elektronenvolt-Bereich gehen. So, Siliziumdioden. Reden wir darüber. Was für Art Siliziumdioden? Ich benutze ganz billige PIN-Dioden in diesem Projekt. Eine heißt BPW34 von Vishay oder Osram hergestellt. Kostet ungefähr 50 Cent. Das heißt, also wirklich billig. Und dann gibt es eine BPX61 von Osram. Die ist einiges teurer. Die kostet, das ist die hier rechts. Und die hat ein Metallgehäuse. Und deswegen ist es auch etwas teurer. Aber die ist sehr interessant, denn wir können die für den Alpha-Detektor benutzen. Wenn du genau hinguckst, seht ihr, dass es ein Glas da drauf ist. Und das können wir abnehmen. Wir haben eine empfindliche Schicht hier, das heißt ungefähr 7 Quadratmillimeter groß, hat eine empfindliche Dicke der Schicht von etwa 50 Mikrometern, das ist nicht viel, das heißt die Hälfte des Durchmessers eines Haares, eines menschlichen Haares, also insgesamt ist es eine sehr kleine empfindliche Fläche, Volumen. Aber es reicht, um Sachen zu messen. Aber wie viel von den Röntgen- und Gammastrahlen wir entdecken könnten, das ist nicht viel, denn diese hochenergetischen Photonen, diese hochenergetische Strahlung interagiert kaum mit Materie. Und weil die empfindliche Schicht so klein ist, gehen die meisten einfach durch und die meisten interagieren gar nicht und erzeugen kein Signal. Aber was wichtig ist hier, weil wir nicht Licht messen wollen, müssen wir das abschirmen, wir müssen das Licht blockieren, das Licht abschirmen. Und das Einfachste ist, das Ganze in ein Metallgehäuse zu tun. Und dann ist es von elektromagnetischer Strahlung abgeschirmt und von Licht geschützt. Funkwellen können diese Sensoren auch beeinflussen, weil die extrem empfindlich sind.
Also es sollte ein Faraday'scher Käfig sein rundherum. Und es gibt viele viele Tipps auf den Wiki-Seiten vom GitHub von diesem Projekt. Und lasst uns einmal über diese Pin-Dioden reden. Normalerweise gibt es einen Teil in dem Silizium, das N-dotiert ist, negativ dotiert, und ein anderer Teil, der ist P-dotiert, positiv dotiert. Und dann hat man einen ganz normale, einen PN-Übergang, eine ganz normale Halbleiterdiode. Pin-Dioden haben eine zusätzliche Schicht, eine sogenannte intrinsische Schicht, hier mit einem I bezeichnet. Und die ist der Hauptvorteil, warum man diese Art, warum diese Art von Detektoren gut funktionieren. Die haben eine relativ und ist relativ empfindlich für solche Signale hier. Und wenn wir zum Beispiel ein Röntgen- oder Gamma-Photon haben oder ein Elektron, das den Sensor trifft, und das ist hier eine Schnittansicht von der Seite. Nicht wirklich wichtig, aber sagen wir mal, die kommen von oben rein in diese Diode und wir gucken von der Seite drauf. Dann haben wir eine Ionisierung, weil es ionisierende Strahlung ist. Das heißt, wir haben freie Ladung in der Form von Elektronen und Löchern. Die Elektronen sind hier blau und der rote Kreis ist ein Loch hier. Und je nachdem, abhängig von der Strahlungsart und wie diese Ionisierung stattfindet, ist sehr unterschiedlich. Aber das Ergebnis ist ähnlich. Wenn man ein Signal kriegt, dann gab es eine Ionisierung. Wenn das nicht passieren würde, könnten wir gar nichts messen. Das heißt, diese Ladungen würden sich sehr schnell trennen. Auf der Außenseite der Diode, außen an der Diode wäre fast kein Signal. Aber was wir machen können, ist, wir können eine Spannung anlegen von außen. Und hier, wir schließen einfach nur eine Batterie an, also haben wir eine positive Spannung, ein paar Volt hier. Und was dann passiert ist, dass dann die Elektronen von der positiven Spannung angezogen werden und die Löcher wandern zu dem negativen Potenzial. Und am Ende haben wir dann einen ganz kleinen resultierenden Strom und eine Reihe von Ladungen, die an der Diode gemessen werden können als ein winziger Strom. Und das empfindliche Volumen ist proportional zur Spannung. Das heißt, je mehr Spannung wir haben, desto größer ist das Volumen, in dem wir tatsächlich messen können mit bestimmten Grenzen, weil die Schicht eine maximale Dicke hat, je nachdem, wie sie hergestellt wurde. Und diese Eigenschaften können abgeschätzt werden mit Ladungsspannungsmessungen. Und hier haben wir ein paar Graphen von denselben Typen, von denen, die ich hier verwendet und gemessen habe. Und die haben, eins hat ein durchsichtiges Plastikgehäuse oder ein schwarzes Plastikgehäuse. Es macht kaum Unterschied. In fast allen Fällen haben wir fast immer dieselbe Kurve. Sobald wir die Spannung erhöhen, geht die Kapazität runter. Und das heißt, die Chips sind alle sehr ähnlich, wenn sie nicht sogar identisch sind. Und diese Kurven, die Unterschiede werden durch Herstellungsvariationen sind die erklärbar. Und wenn wir hier hingucken, es sieht ein bisschen wie ein Plattenkondensator und man kann ihn auch so behandeln. Und wenn man die Kapazität kennt und die Größe und die Fläche, dann kann man die Entfernung dieser beiden Platten berechnen und die Dicke der Diode sozusagen. Und dann, was dann rauskommt, ist, wir haben etwa 15 Mikrometer, wenn wir 8 oder 10 Volt anlegen. Okay, und jetzt haben wir einen ganz kleinen Stromfluss, einen Ladungsfluss. Wir haben einige Dioden hier. Jetzt rede ich über den Elektronendetektor, weil der etwas einfacher ist. Wir haben vier Dioden am Eingang und das ist das Symbol für einen Operationsverstärker. Und da haben wir zwei davon.
Und die erste Station ist ganz speziell, ein Partikel trifft die Diode und wir haben diesen kleinen Strom, diesen kleinen Ladungsfluss und den Verstärker und wir haben diesen Rückkopplungsschaltkreis und der Ausgang wird in den Eingang zurückgekoppelt. In diesem Fall haben wir dann deswegen eine negative Verstärkung und ist definiert durch die Kapazität hier, durch diese Kondensatoren. Und der Widerstand hat noch eine zweite Rolle und die kleine, je kleiner der Kondensator ist, desto größer ist der Ausgang hier, das Ausgangssignal. Im nächsten Verstärkungsschritt erhöhen wir die Spannung auf ein Level, auf ein Niveau, was dann später nützlich ist. Aber alles, das ganze Signal, das Signalrauschabstand vom ersten bleibt aber so und das zweite ist nur, um das besser anzupassen an das Messgerät, was wir dann anschließend benutzen. Also es ist ein klassischer invertierter Verstärker, invertierender Verstärker und das ist ein ganz einfacher, der macht ungefähr einen Faktor von 100 in diesem Fall. Und das heißt, wenn man über die Ladung nachdenkt und über diesen empfindlichen Sensor, vielleicht 10.000 einzelne Elementarladungen durch die Ionisation, und dann bekommen wir eine Spannung von etwa 320 Mikrovolt am ersten Ausgang. Und das ist eine Spitze, die sehr schnell abfällt hier, weil diese Kondensatoren sich aufladen und sich über den Widerstand wieder entladen. Und das wird nochmal verstärkt um einen Faktor von 100. Und dann haben wir etwas ungefähr 32 Millivolt. Und das ist ganz praktisch, denn das ist eine Spannung, die ungefähr für Mikrofone oder Headsets passend ist an Smartphones oder so. Und normalerweise haben die hier einen vierpoligen Stecker. Normalerweise ist ein Mikrofon, Masse und dann rechter und linker Kanal für den Kopfhörer. So, wie nehmen wir diese Pulse auf? Und hier sind 1000 Pulse übereinander gelegt in einem Oszilloskop, sodass man es etwas besser sieht. Das ist sowas wie der persistente Modus im Oszilloskop. Das Ausmaß des Pulses ist proportional zu der absorbierten Energie. Der Schaltkreis ist so aufgebaut, dass der Puls groß genug ist, dass eine normale Soundkarte das messen kann. Das ist Kaliumsalz hier, was in England Low-Salt heißt, kann man auch in Deutschland kaufen oder bei Bioläden als Salzersatz. Rechts ist ein Columbine-Stein, der Spuren von Uran aufweist und der wird mit einem Alpha-Spektrometer gemessen. Hier sieht man, die Pulse sind sehr viel größer von der Amplitude her und auch von der Breite her kürzer. Zu der Software ist es gibt eine Browser-Software, die ich mit selber geschrieben habe. Funktioniert auf den meisten Browsern. Am besten funktioniert Chrome auf iOS mit Safari. Wenn der Detektor angeschlossen ist, dann misst er die Pulse, 44 kHz etwa. Hier sind die Alpha. Ausschläge. Beim Elektronendetektor sind die Pulslängen sehr viel kürzer. Die rote Linie ist der Mindestlevel, also das Minimum, was gemessen werden kann. Das kann man auch im Browser einstellen und muss man entsprechend einstellen. Wenn man das Eingangsvolumen ändert, dann ändert sich das natürlich auch hier. Die Einstellung sollte man sich dann merken. Dieser Puls hier unten, der oszilliert sogar. Bei einem Elektronendetektor ist es praktisch, wenn man die Teilchen zählen kann. Beim Alpha-Detektor geht es nur um die Größe des Pulses und wir können die Energie messen. Diese Energiemessungen kann man auch als Spektrometrie bezeichnen. Diese aufgezeichneten Impulse
much more intensity, sieht das, which means, es ist sehr viel intensiver, dass hier viele gleiche Impulse aufgezeichnet wurden, die man Radium und Radon zuweisen kann. Und mit Referenz-Alpha-Quellen kann man das Ganze dann kalibrieren. Und wenn man genau die gleichen Sound-Settings verwendet, dann kann man das dann mit dem Code von GitHub kalibrieren. Diese zwei Linien hier sind von zwei unterschiedlichen Polonium-Isotopen, die beim Radon-Zerfall entstehen. Der dunkle obere Teil entspricht der Histogrammansicht dem linken Teil. Die meisten Elektronen treten in den Chip ein und verlassen ihn wieder, ohne dass sie vollständig absorbiert werden. Allerdings die Alpha-Teile, die werden durch ihre starke Interaktion absorbiert in diesen Ionen. Hier ist es schwierig, die Peaks, die Ausschläge zu sehen. In dem hohen Energiespektrum, da sieht man allerdings sehr klare Peaks, die eben nur von diesem Polonium stammen können, was eben dieses Isotop ist, was diese sehr hochenergetischen Alpha-Teilchen produzieren, die natürlich auftreten. Ich habe gesagt, wenn ihr die gleichen Einstellungen verwendet wie ich, dann ist es natürlich auch gut, wenn ihr die gleiche Soundkarte verwendet, weil dann habt ihr die gleichen Einstellungen wie bei mir. Diese Soundkarte ist ziemlich gut, ziemlich billig, kostet bloß $2 mit einer guten Auflösung von 16 Bit. Es ist allerdings schwierig, eine gut definierte 16-Bit-Auflösung zu machen, selbst bei 40 kHz. Mit den Python-Scripts kann man die Werte dann auslesen. Um die Alpha-Teilchen zu messen, muss man das Glas hier entfernen, weil das Glas auch leicht zerbricht. Mehr dazu findet ihr im Wiki. Now we can kind of compare wir können jetzt die Alpha- und Gamma-Spektrometrie vergleichen. Hier ist ein Beispiel. Das rechte ist, der rote Teil ist Uraniumoxid. In dem Spektrum haben wir zwei Peaks, die sehr stark herausstechen. Diese zwei Peaks entsprechen Uranium-238 und Uranium-234, weil hier gereinigtes Uranium verwendet wird. Deswegen sind nicht alle Isotope vorhanden. Für diese Messung ist nicht mal ein Vakuum erforderlich. Wenn man Vakuum hätte, dann wären diese Peaks, diese Messausschläge, noch besser zu erkennen. Das liegt einfach an dem normalen Luftdruck, bereits eine hohe Interaktion mit den Teilchen aufweist und viele Teilchen absorbiert, bevor diese den Sensor erreichen. Was jetzt die Vor- und Nachteile angeht, der Alpha-Spektrometrie, also ich würde sagen, es ist interessant, dass man einfach hier mit einem ganz einfachen, billigen Sensor arbeiten kann, mit dem man sehr spezielle Peaks messen kann. Allerdings werden diese Messergebnisse sehr stark beeinflusst von dem Objekt, von den Messbedingungen, vom Umfeld. Allerdings in den meisten Fällen schafft es die Alpha-Strahlung durch die Blechbox zu durchdringen. Bei der Gamma-Spektrometrie hat man sehr große, volumige Sensoren. Die Eigenschaften der Objekte sind weniger wichtig dabei. Man braucht vielleicht Bleiabschirmung, was wieder teuer ist, aber dadurch kann man natürlich auch die Messung verbessern. Es ist recht teuer, weil der Sensor selber sehr teuer ist. Kostet 15 bis 30 Euro.
Wohingegen bei der Gammaspektrometrie hat man mehrere tausend Euro an Kosten für den Sensor allein. So I talked already about the potassium salt. Ja, ich habe schon über Kaliumsalze gesprochen. Es gibt auch kaliumbasierte Dünger. Und Uranglas kann man auf Flohmärkten finden und alte Radium-Armbanduhren. Und es gibt Uranium-Farbe für Küchenkacheln. Man findet solche Sachen vielleicht bei euren Eltern oder Großeltern im Schrank. Und es gibt Glas mit Thorium drin, und das ist von der Strahlung braun geworden. Und es gibt ein Experiment, was ich euch wirklich machen kann. Es gibt den radioaktiven Ballon, das radioaktive Ballon-Experiment. Man lädt einen Ballon elektrostatisch auf, an den Haaren oder so, und dann fängt er das Polonium aus der Luft, und dann hat man einen radioaktiven Ballon, wenn man ihn einfach nur eine Viertelstunde in einem normalen Raum lässt. Und jetzt das letzte für den Zusammenhang noch ein bisschen. Als Ende dieser Präsentation will ich erzählen, wie wichtig Siliziumdetektoren sind. Beim CERN zum Beispiel, hier ist ein Querschnitt durch den Atlas-Detektor. Und hier haben wir im Wesentlichen den Bereich, wo die Kollisionen stattfinden im Atlas-Detektor. Das ist nur ein Bruchteil eines Meters. Und dann hat man 50 bis 100 Kollisionen von Protonen alle paar Nanosekunden. Im Moment gerade nicht, aber demnächst laufen die Maschinen wieder an. Und nächstes Jahr. Und man hat natürlich auch ein ähnliches Projekt mit einem ähnlichen Namen. Das heißt, bau deinen eigenen Partikeldetektor und einen Atlas aus Lego gebaut. Und da gibt es auf der Website buildyourownparticledetector.org gibt es einen Plan, wie man den aus Lego bauen kann, den großen Detektor, um einfach sich die Größenverhältnisse zu veranschaulichen. Und bei dem CMS-Detektor, das ist der zweitgrößte Detektor am CERN, da sieht man, in der Mitte ist der Kern, wo die Kollisionen stattfinden. Und da gibt es viele Pixel- und Mikrostreifendetektoren, die aus Silizium gemacht sind. Und die sind wirklich 16 Quadratmeter von Silikon-Pixel-Detektoren und 200 Quadratmeter von Microstrip-Detektoren aus Silizium. Also ohne diese Silizium-Technik würden solche Detektoren gar nicht funktionieren. Denn diese feine Aufteilung ist notwendig, um alle diese neu erzeugten Partikel entdecken zu können, die bei der Kollision entstehen. Um das nochmal zusammenzufassen, die Website auf GitHub, es gibt dieses große Wiki und es gibt eine Galerie von Benutzern, die schon das gebaut haben. Es gibt die Simulationssoftware, die ich benutzt habe, aber ich habe geschrieben, wie man das benutzen kann, weil solche Spektren zum Teil schwer zu interpretieren sind. Es gibt ein Diskussionsforum, und das würde ich mich freuen, wenn einige sich beteiligen an den Diskussionen da. Und viele von den Sachen, die ich heute gezeigt habe, sind in einem wissenschaftlichen Artikel beschrieben unter Open Access. Und ich wollte noch zwei verwandte Citizen Science Projekte vorstellen. Das eine ist Safecast. Das ist einen großen, schönen, sehr empfindlichen Geiger-Müller-Zähler, und Leute laden ihre Messwerte hoch, und dann gibt es auch noch Open Geiger, zum großen Teil deutschsprachig, aber ein Teil auch Englisch. Das benutzt auch Geiger-Detektoren, und man nennt es Geiger-Caching, also auf Stellen rund um die Welt, wo man Sachen messen kann, alte Bergwerke zum Beispiel. Und wer mir auf Twitter folgen will, und ich schreibe noch andere Artikel darüber, was man zum Beispiel messen kann, und einige Sachen, die ich euch heute gezeigt habe. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Oliver, und ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Ja, danke, dass du auch die Citizen Science, die Bürgerwissenschaftsprojekte erwähnt hast. Wir haben noch ein paar Fragen für Fragen, und es gab einige Fragen im IRC. Die erste Frage ist, kannst du ein bisschen darüber sprechen, was das Rauschverhältnis ist von dem Projekt?
hast du bestimmte Widerstände genommen oder bestimmte Operationsverstärker? War das ein Problem? Rauschen ist ein großes Problem hier. Und die Verstärker sind, das ist einer, den ich gefunden habe, kostet ungefähr 4 Euro. Ich versuche gerade die Folie nochmal zu finden. Ja, jetzt müsst ihr mal gerade auf GitHub gucken, den Op-Amp-Typ, den ich verwendet habe. Und das ist der Widerstand ist auch die Kondensatoren im ersten Stufe sind besonders wichtig, weil ich hier handlötbare Kondensatoren nehmen musste. Und habe ich den genommen, der noch verfügbar war und der da war. Und was im Wesentlichen war, waren 10 Mikrofarad und dann habe ich 2 hintereinander und dann halbiert man die Kapazität und hat man 5 Picofarad. Und hier habe ich noch die Kondensatoren und ich habe versucht, dieselben Widerstandswerte genommen, soweit möglich. Und hier ist zum Beispiel der, um das Ausgangssignal an einen Mikrofoneingang anzupassen und für das Alpha-Spektrometer habe ich die Werte verändert, um einen großen Puls dann einfangen zu können und ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Und ja, Leute können dich natürlich kontaktieren anschließend für weitere Fragen. Aber es gibt hier noch eine Frage. Hast du mal drüber nachgedacht, ein I2S-Codec zu benutzen für den Raspberry Pi? Für Radiation HAT, das sollte ein wiederholbares Ergebnis liefern. Ich kenne diese Komponente nicht, aber eine Soundkarte ist einfach sehr einfach, das zu nehmen. Aber es gibt natürlich viele verschiedene Wege, das aufwendig gut zu machen. Und das ist dieses Projekt ist aber einfach für Schüler und zu machen. Und deswegen habe ich hier ein ganz einfaches, das ganz einfach gemacht, damit viele das nachbauen können. Ja, so dass viele Leute das machen können, denke ich. Eine weitere Frage, wie konsistent sind solche Soundkarten? Das funktioniert dieselbe Kalibration bei verschiedenen davon? Ja, also wenn du meine Kalibrationsdaten verwenden willst, dann sollte man wirklich genau diese $2 Soundkarte benutzen, diese CM108. Und ich habe keine großen Unterschiede zwischen verschiedenen Karten gesehen, wenn man bei diesem Modell. Aber zum Beispiel von einem Computer zum Mobiltelefon ist das schon ein großer Unterschied zwischen der Empfindlichkeit der Eingänge und des Rauschens. Und dann ist es schwierig, die Kalibration zu benutzen. Aber Partikel zählen kann man immer noch und der Elektronendetektor ist sowieso überwiegend ist wichtig, vor allem die Elektronen zu zählen, weil die Elektronen nicht ganz absorbiert werden. Man kann sowieso nicht die Gesamtenergie damit messen, und man kann es aber für Gamma-Strahlen, für Röntgenstrahlen nehmen, aber dann braucht man auch ein Röntgengerät. Ja. Und wer hat nicht ein Röntgengerät zu Hause? Nicht noch eine Frage. Ich kenne mich mit dem technischen Zeug nicht so aus, aber was kann zum Beispiel draußen im Feld damit gemacht werden? Zum Beispiel kannst du mit Lehrern, hast du gesagt, du arbeitest mit Lehrern zusammen in diesem Projekt. Was macht ihr da? Was schön ist, ist, man kann Steine, Gestein damit charakterisieren. Man kann es an ein Smartphone anschließen, das ist komplett mobil. Und das funktioniert gut in Kombination mit einem Geigerzähler. Und mit dem Geigerzähler kann man gucken, wo sind Hotspots, wo ist ganz viel. Und dann kann man das Spektrometer nehmen und gucken. Und ich kann dann sehen, dass man Spuren von Thorium und Radium findet. Also. Oder man kann einige Keramiken vielleicht messen, alte Keramiken. Kann man auf dem Flohmarkt solche, diese hellroten, feuerroten Sachen finden und dann kann man das messen oder vielleicht entscheiden, welches man kaufen will. Ja, das, ich glaube, das werde ich machen. Ja. Vielen Dank, dass du nochmal auch praktische Anwendungen uns gezeigt hast und es ist wichtig, Leuten zu zeigen und
ja, was man machen kann. Wir haben noch eine Frage aus dem IRC. Hattest du Probleme mit Common Mode Rejection, wenn du das an die Soundcard angeschlossen hast? Hast du eine Analog-Digital-Konversion auf dem Board oder Transfer mit über SPDIF? Das ist natürlich das, was man machen könnte, wenn man ein sehr stabiles Messgerät machen will. Und das ist wirklich, wirklich teuer. Und wir reden hier gerade von 15 Euro für das Gerät. Und das ist der Grund, warum wir eine externe Soundkarte nehmen, damit man mit sehr, sehr geringem Aufwand, in sehr geringen Ressourcen das machen kann. Ich gucke gerade hier nach. Diese Common Mode Rejection ist ein Problem. Und diese Überschwinger, diese Oszillationen, Schwingungen, wenn man es für einen bestimmten Analog-Digital-Konverter benutzt, Analog-Digital-Wandler, dann ist das natürlich besser. Aber es kann nicht immer absolut optimal sein für eine spezifische Soundkarte und es gibt immer eine Impedanz-Anpassungsproblem. Right, so, maybe also diese speziellen technischen Fragen und Details ist vielleicht etwas, was du, was ihr mit Oliver auf Twitter diskutieren könnt oder Oliver, vielleicht kannst du auch in den IRC mitgehen, in den Raum für deinen Talk. Und das ist oft eine gute Idee. Und sonst würde ich sagen, vielen Dank, dass du Teil von dieser ersten Remote Chaos Experience warst und vielen Dank für deinen Vortrag und dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir alles Gute und genieß den Rest des Kongresses und bitte noch ein großer virtueller Applaus für Oliver. Danke, ich gucke mal in den Chatraum. Thank you.